Es läuft ja noch richtig gut. Okay, ja. Wenn wir die Dinger berühren, dann zerplatzt unsere Seifenblase und dann fallen wir auf einen der Spikes und fallen somit auch in den Tod. Genau das meine ich. Na, das ist schon nicht ganz leicht, da muss ich ein bisschen aufpassen. Auch wenn gerade die Musik so verdammt genial ist. Na, ob da drüben was gewesen wäre? Ich weiß es nicht. Ich sehe nur gerade, dass da unten was ist. Beziehungsweise war bestimmt Energie gewesen. Okay, okay, ist nicht schlimm. Wir haben noch genug Life übrig. Das war jetzt knapp. Das hätte auch fast schief gehen können. Ich wollte die Schraube haben, aber ich muss anscheinend den richtigen Moment erpassen, um die Schraube mir zu holen. Na gut, okay. Kann man gerade nicht ändern. Dann ist es halt so. Okay, das war jetzt, glaube ich, zu früh, aber ich will diese Schraube haben. Wie viele Schrauben haben wir jetzt? 3, okay. Nein! Oh, shit! Wo kommt man jetzt an? Ach, den Flugkram nochmal. Auch herrlich. Na gut, okay. Dann den Flugkram nochmal. Ah, es hat wieder schön. Es ist doch im Prinzip nur eine Schraube. Das kann doch nicht so schwer sein. Aber ich muss sagen, die Schraube ist nicht ganz leicht zu erreichen. Okay, ein bisschen auf Distance hier bleiben. Wegen diesen Viechern da oben. Achso, die Tragen kann man zerstören. Weil sie diese komischen Teile, wo die Viecher rauskommen. Zum Beispiel ist das Ding da weg und ich muss aufpassen, dass mich das komische Teil da nicht trifft. Ha, besiegt. Ich aber auch gleich. Wenn mich gerade meine Freunde tatkräftig unterstützen. Ah, jetzt kommt die Stelle wieder. Sind wir wenigstens schon mal hier. Jetzt bloß hier durch mit Concentration. Oh, das war knapp. Jetzt ist die Frage, wie komme ich da an die Schraube ran? Nein, ich war zu früh. Ich war zu früh.
wie ich einfach mal zu früh war. Nein, der hat mich runtergeschubst, die Sau. Oh, das gibt's doch nicht. Oh, jetzt kann ich da erst noch das normal machen mit dieser Fliegerei. Und ich mache es schon wieder. Ganz kurzen Moment, Leute. Ich werde gerade abrupt unterbrochen. Pause. So, es kann weitergehen auf ein neues. Auf ein neues Fluglevel, ja. Nicht schon wieder. Aber egal, müssen wir durch. Ich überlege gerade einfach mal zu sagen, okay, die Schraube ist mir gerade egal. Ich will da später nochmal hin. Aber irgendwie will ich sie auch haben. Es reizt einen momentan schon, muss ich sagen. Diese Schraube. Erstmal hier mal alles wegmachen. Dann da unten alles wegmachen. Die Kanonen. Das wegmachen. Und natürlich Stück für Stück das Ding auseinandernehmen. Bam, das ging mal recht fix. Ah, ich will diese Schraube irgendwie haben, aber... Ah, das ist bestimmt ein Checkpoint in der Nähe. Bloß wenn ich den erreicht habe, ist bestimmt erstmal die Chance vertan, die Schraube zu erwischen. Und das wäre dann auch blöd. Na toll, jetzt komme ich hier nicht mehr weiter. Boah, was ist denn jetzt los? Komm schon, Mega Man. Du wirst es ja wohl schaffen, dir eine ganz einfache Schraube zu holen. Das kann dann wirklich nicht so schwer sein. Doch, für mich. Aber jetzt ein bisschen mehr Geduld mit diesen Dingern. Ich muss auch sagen, es ist schlimm mit diesem blöden Wind. Da kommt man nicht gegen an. Nee, ich denke mal, die Schraube werde ich mir ein andermal holen. Ich ahne gerade irgendwie, dass man es mit dem Wind machen muss, aber ja, das scheint nicht ganz leicht zu sein. Deswegen werde ich mir das erstmal aufsparen. Oh, ich hab's doch. Ja, ich hab's doch geschafft. Tot, aber egal. Wir haben die Schraube. Und ich glaube, die Schraube bleibt jetzt auch drin. Im Inventar. Ich hoffe es. Lasst uns jetzt mal hoffen, dass wir zum Checkpoint gelangen.
Nein! Warum? Ach, warum, Mega Man, warum? Ah, ah. Mann, ist das gerade ärgerlich. Ich war doch schon so schön weit gewesen. Was heißt so schön weit? Eigentlich da, wo wir bisher vorher auch waren. Achso, haben wir jetzt die Schraube nicht behalten? Ja, die Schraube haben wir behalten. Oh, wenigstens das muss man nicht mehr machen. Eigentlich bin ich ja nicht so kein Freund von so Scroll-Leveln, aber das macht irgendwie eine Ausnahme, weil es passt irgendwie. Die Grafik passt, der Sound passt, eigentlich alles passt. Bloß, dass ich halt noch nicht so richtig vorankomme, wie ich es mir oft habe. Naja, die Schraube haben wir erwischt, aber im Level weitergekommen sind wir noch nicht. Aufpassen auf dem Laser. Ich habe ihn noch zerstört und bin trotzdem gestorben. Na, klasse. Damalus Rush. Zeig mir, was du kannst. Irgendwie sind diese bunten Qualmviecher cool. Diesen bunten Rauch von sich abgeben. Finde ich sehr nice. Na, das wird eine ganze Menge Arbeit werden, die ganze Session auseinanderzuschneiden am Ende, aber es wird sich lohnen. Wird nochmal ein richtig schönes Mega Man. Yes, jetzt haben wir es geschafft. So, Spike Area. Gleich rein. Und hoch mit uns. Ist aber knapp hier oben. Ich würde gern wissen, wo drüben was ist, aber. Nee, ich sehe nicht nach. Ja, da sterbe ich nur. Hab's gerade gesehen. Da ist also kein Secret. Übrigens, was auch neu ist, was ich bei Mega Man X4 schon gesehen habe, ist die Sprachausgabe. Ihr habt es gerade gemerkt, wenn Mega Man irgendwie mit seiner Waffe schießt, beziehungsweise mit dem aufgeladenen Schuss, dann macht er so ein lustiges Geräusch. Das ist neu bei Mega Man. Habe ich nämlich schon bei X4 so gesehen. Oh, wir sind jetzt schon mal weiter. Oh, als vorher. Das war schon wieder knapp. Ich hätte schon wieder fast verkackt.
Ach, da ist der Boss drin. Puh, okay, mal gucken, wie die Waffe wirkt. Es ist nur ein Kind. So, mal sehen, was kann er denn? Wir müssen ihn, glaube ich, mit der Thunderclaw machen. Nee, nicht mit der Thunderclaw. Ich darf ihn nicht unterschätzen. Was hast du von dem Falkenmann aus Mega Man X geklaut? Die Attacke. Ganz klar. Are you worthy of my challenge? Okay, nächster Versuch. Wow, das war knapp. Der Tornado Hole scheint ja ordentlich Schaden zu machen. Da muss ich ein bisschen aufpassen, dass er mich damit nicht trifft. Okay, dem schön ausweichen. Oder auch nicht. Jetzt recht ausgeglichen. Also im Prinzip ist er eigentlich gar nicht mal so schwer, wie ich dachte. Ja, und immer wenn ich das sage, geht's meistens schief. Aber gut, Concentration.